Warum Kalorien zählen Quatsch ist. Ganz einfach, weil eine Kalorie ist einfach nicht gleich eine Kalorie. Das ist so, als würdest du Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn du einen Apfel isst, ist da ja was ganz anderes drin als in der Birne. Ja, und wenn du das jetzt vergleichen würdest, du nimmst 100 Kalorien Apfel zu dir und 100 Kalorien Birne zu dir, dann bekommt dein Körper einfach etwas vollkommen anderes, nämlich eine andere Form von Nährstoffen. Anders gesagt, noch einfacher gesagt, wenn du 100 Kalorien Schokolade isst und 100 Kalorien in Form von Brokkoli bekommt dein Körper einfach eine ganz andere Energie und eine ganz andere Form von Nährstoffen in deinen Körper. Abgesehen davon werden Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette auch ganz anders in deinem Körper verdaut, ganz anders in deinem Körper verstoffwechselt und sie haben auch unterschiedliche Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel. Und der Blutzuckerspiegel ist maßgeblich entscheidend dafür, ob du ein Gefühl von Hunger oder sogar Heißhunger bekommst oder eben nicht. Kohlenhydrate, und das sind eben alle Formen von Zucker, haben meistens einen schnelleren Blutzuckeranstieg als Ursache und Wirkung, als das zum Beispiel bei eiweißreichen Nahrungsmitteln oder bei fettreichen Nahrungsmitteln der Fall ist. Deswegen ist es nicht unbedingt schlau, ausschließlich nur Kalorien zu zählen. Und, das ist so meine Erfahrung von vielen meiner Klienten, die ausschließlich Kalorien gezählt haben, dass sie sich ausschließlich auf die Zahl der Kalorien konzentrieren. Und dass es nicht darum geht, darauf zu schauen, dass der Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist, sondern dass es nur darum geht, die Energiedichte zu zählen. Aber entscheidend ist ja, dass dein Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird. Und Nährstoffe bekommt dein Körper aus Kräutern, aus Obst, aus Gemüse und aus Nahrungsmitteln, die eben viel Vitamine, Mineralien und Spurenelemente enthalten. Und wenn du über einen längeren Zeitraum ein höheres Energiedefizit lebst in Form einer Diät, beispielsweise isst du 500 Kalorien unter deinem tatsächlichen Tagesbedarf, also das, was dein Körper an Energie von Kalorien braucht. Zum Beispiel brauchst du tagtäglich 2000 Kalorien für deinen Körper, dass dein Körper ausreichend Energie bekommt, um damit überhaupt den Grundtonus, also die Grundtätigkeiten, umsetzen zu können. Und du jetzt aber 500 Kalorien weniger ihm gibst, dann führt das dazu, dass dein Körper dieses Energiedefizit erlebt und dadurch verringert sich die Stoffwechselaktivität. Die Schilddrüse verringert den Stoffwechsel. Und wenn du dann das Ganze über einen längeren Zeitraum, 2, 3, 4 Wochen machst und dann wieder beginnst, die eigentliche Nahrungsenergie in Form von zum Beispiel 2000 Kalorien oder mehr zu dir zu nehmen, dann wird dein Körper sehr viel schneller Energie speichern und auch als Fettdepot einlagern, weil er vorher eine kleine Hungersnot erlebt hat durch deine Diät. Und das ist genau der Effekt, der bei sehr vielen Menschen eintritt, wenn sie in den Jojo-Effekt kommen. Also, ich würde empfehlen, nicht Kalorien zu zählen, sondern achte darauf, dass dein Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird. Und das findest du insbesondere in Form von Obst, von Gemüse und von Kräutern. Und da auch im besten Falle möglichst vielfältig essen, dass dein Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist.